Hallo zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, geht es heute noch einmal um Star Citizen. Ich habe jetzt meinen neuen Computer bekommen und wollte natürlich dieses Spiel auch sofort spielen. Und das Ergebnis war, dass ich wirklich Stunden gebraucht habe, das Spiel zum Laufen zu bekommen. Scheinbar dachte ich mir, bin ich zu blöd, selbst so ein Spiel zu installieren. Aber wie sich nachher herausstellte, war ich gar nicht selber schuld, sondern hier dieser Launcher von RSI war schuld. Ich habe diesen installiert und gestartet und dann steht hier, wo jetzt Launch Game steht, steht dann Install. Wenn man dann unter Settings schaut, dann findet man hier einen Link, wo der Launcher die Dateien ablegt. Und dieser Link war im Original anders. Da stand dann hier C, Programmfiles, Robert Space Industries, Star Citizen, also ein relativ langer Link. Und wie sich im Nachhinein dann herausstellte, auch mit Hilfe der Community von StarCitizen.de, den ich hier auch mal danken möchte, also wie sich herausstellte, war dieser Ordnerpfad einfach zu lang. Ich habe den dann gekürzt, wie ihr seht, und außerdem habe ich auch den Datenträger gewechselt von C auf D, weil auf C habe ich einfach zu wenig Platz. Das ist nur eine ganz kleine SSD für Windows. Und jetzt habe ich die Daten alle auf D ablegen lassen. Und da der Pfad jetzt deutlich kürzer ist als vorher im Original, hat das dann auch sofort funktioniert. Bei mir hat sich das so dargestellt. Er hat die Daten alle runtergeladen, das so ungefähr 46 GB. Und nachdem er die runtergeladen hat, stand hier in diesem Button sofort wieder Install. Und ja, dann blieb mir nichts anderes übrig, außer alles wieder zu löschen und nochmal neu zu machen, weil hier der Verify-Button funktionierte nicht, der Install-Button funktionierte dann nicht mehr. Und ja, ich war dann quasi ja, am Ende. Und als ich den Pfad geändert hatte, war mir aufgefallen, dass nachdem er die Daten heruntergeladen hatte, er die auch noch entpackte. Das hat er die ganze Zeit, in denen ich das versucht habe, nicht gemacht. Also ich habe wirklich, ich glaube, 7 oder 8 Mal die ganzen 46 GB gelöscht und herunterladen lassen, bis das dann durch Kürzen des Pfades wirklich am Ende funktioniert hat und die Daten entpackt wurden. Ich habe hier mal die Ordnerstruktur. Das ist jetzt hier mein Laufwerk D. Da wird einmal ein Ordner von Robert Space Industries erstellt. Hier war früher auch der Star Citizen Ordner drin. Und deswegen war der Pfad scheinbar zu lang. Hier ist jetzt noch der Launcher installiert. Und hier haben wir jetzt halt die, obwohl der Pfad jetzt hier auch so lang ist, im Launcher ist der Pfad kurz und das ist anscheinend das, was zählt. Weil hier, wenn ich jetzt mal sehe, Programmfile Star Citizen Live, der Pfad ist ja auch schon wieder ganz schön lang geworden. Aber es hat jetzt so funktioniert mit einem sehr kurzen Pfad im Launcher. Und ja, die Daten sind jetzt, wo er das entpackt. Schauen wir mal, wie viel das ist. Wir sind immer noch 46 GB. Und ja, das Entpacken hat recht lange gedauert, ich glaube eine halbe Stunde oder so, vielleicht sogar eine Dreiviertelstunde. Und als das dann fertig war, stand im Launcher dann endlich Launch Game. Ja, dann wollte ich natürlich gestern auch das erste Mal ins Universe und was war das Ende vom Lied? Die Server nicht erreichbar. Da habe ich dann nochmal eine halbe Stunde warten müssen und dann hat auch das funktioniert. Und obwohl ich Star Citizen auf einer HDD, also auf einer herkömmlichen Festplatte installiert habe und nicht wie empfohlen auf einer SSD, trotzdem läuft das Spiel ohne Ruckeln, ohne Aussetzer, ohne irgendwas. Also ich kann das Spiel starten, ins Universe gehen und es läuft, ohne dass ich irgendwie merke, oh, da ist eine HDD, eine alte herkömmliche Festplatte, ich habe hier Einschränkungen. Also es läuft wirklich top, kann ich echt nichts sagen. Ich wollte mir eigentlich erst noch eine SSD bestellen. So 500 GB kriegt man ja für um die 70, 80 Euro. Aber
Da warte ich erstmal mit, weil das läuft mit meiner Festplatte wirklich top. Kann ich echt nichts sagen. Ja, zu meinem Rechner. Ich habe mir einen gebrauchten Rechner gekauft. Da ist ein i7-Prozessor der zweiten Generation drin. Da sind 16 GB Speicher drin. Das ist so ein alter Rechner von HP. Ich finde jetzt hier, da steht vorne dran Z220. Also ein alter HP Z220 mit i7-Prozessor, 16 GB Speicher. Und ich habe dann zusätzlich noch eine GeForce GTX 1050 Ti mit 4 GB reingesteckt. Und da habe ich jetzt alles in allem für den Rechner 400 € bezahlt. Aber dafür hat Star Citizen jetzt gelaufen ohne irgendwelche Ruckler. Und ich habe die Auflösung alles auf Max gestellt. Alles so Max-Auflösung, was mein Monitor kann. Der kann, glaube ich, 2K. Und ja. Die Details in dem Spiel hoch, hat alles wunderbar geklappt. Also wer Probleme hat mit der Installation, der muss hier definitiv den Pfad kürzen. Auch wenn der Pfad nachher auf der Festplatte finger ist, hier im Launcher muss der Pfad kurz sein. Und dann könnt ihr loslegen. So, das war jetzt erstmal ein sehr kurzes Video zu diesem Spiel, wo es erstmal nur um die Installation ging. Ich werde noch mal so ein Ingame-Video machen. Es gibt zwar zahlreiche Ingame-Videos davon, so Let's Play, aber ich habe beschlossen, ich mache da noch mal mein eigenes, wie ich halt Star Citizen erlebe, so als Neuling, sag ich mal. Ich hatte ja noch nie was damit zu tun und dann werden wir mal schauen. Okay, ich sag für heute Tschüss, viel Spaß beim Zocken, bis zum nächsten Mal.